alle Mitgliedstaaten raus aus der NATO. Das hat mich doch sehr gefreut. Also waren Menschen aus Russland, Ukraine, Deutschland, Frankreich, also überhaupt relativ viel europäischer Raum. Dann würde ich sagen, da da vorne ja auch eine Kundgebung der Palästinenser selber ist, das habe ich jetzt kapiert, bin daran vorbeigefahren, habe kurz geguckt, was sie so sagen. Es ist auch richtig, dass sie das tun, denn letztendlich würde ich mal behaupten, ist das nicht nur ein Krieg Israel gegen Palästina mit der Gleichsetzung der Hamas mit Palästinensern. Diese Gleichsetzung ist falsch. Es wird versucht, uns das auch so beizubringen, dass wir alle Angst haben vor Arabern, es könnten ja Palästinenser sein, weil dort in diesem Gebiet kämpfen gerade welche. Es ist falsch, uns einzureden, ein Bürgerkrieg würde hier stattfinden, denn die Menschen hier vertragen sich. Bürgerkriege werden übrigens auch geschürt. Kein einziger Krieg fällt vom Himmel, kein einziger Krieg bricht einfach aus. Es ist alles geplant. Meint er denn, man kann mal zufällig, kam da ein paar Panzer vorbei und dann hat man gemerkt, jetzt könnte man was machen. Nein, es sind in dem Meer vor Gaza sind zwei amerikanische Flugzeugträger, ein englischer und ein französischer. Und über den UNIFIL-Einsatz der UNO ist auch die Bundeswehr bereits vor der Küste vom Libanon, und zwar schon seit sehr lange. Und auf der griechischen Insel sind auch Bundeswehrmenschen stationiert, also Soldaten. Was wir hier wollen, ist einfach nur, dass Friedensverhandlungen geführt werden. Alle arabischen Staaten haben zum Waffenstillstand aufgerufen. Israel sagt nein und die USA sagt nein. Und was sagt Deutschland? Wenn die USA nein sagt, sagen wir auch nein. Diese Regierung hat überhaupt keinen Frieden im Sinn. Ganz im Gegenteil. Am 29.10. sagte Pistorius im ZDF, ich habe es mir extra angeguckt, ich gucke ja sonst kein ZDF, dass er tatsächlich meint, die Deutschen müssten sich wieder an Krieg gewöhnen. Und die Gesellschaft wird jetzt militarisiert. Was heißt das denn, Militarisierung? Das bedeutet, in jedem Lebensbereich wird jetzt über Waffen gesprochen, über Kriegseinsatz, und es bedeutet immer auch Verherrlichung eines Kriegseinsatzes. Das geht aber nach unserem Grundgesetz eigentlich gar nicht. Da haben wir drin, dass von Deutschland aus kein Angriffskrieg mehr geführt werden darf. Und die Bundesrepublik wird hier gerade nirgends angegriffen. Also ich sehe nicht, dass die Schweizer uns irgendwie mit dem Gewehr bedrohen. Ich sehe sowas nicht. Und deshalb denke ich, diese Militarisierung, die jetzt gefordert wurde, die wurde auch lange geplant. Genauso wie der Umschwung in der Ukraine geplant wurde mit dem Putsch 2014 und Selbstverteidigung in den russischsprachigen Republiken dazu führte, dass sie sich abspalten wollten von dem Land, das sie selbst bombardierte. Das haben wir nicht zu beurteilen. Wenn die Menschen meinen, sie können so nicht mehr leben, dann müssen sie etwas tun. Aber was wir nicht wollen, ist ein Krieg nach dem anderen führen. Von den 100 Milliarden Sondervermögen für den Ukraine-Krieg, hat der Pistorius gesagt, sind bereits 2/3 aufgebraucht. Das sind also 60 Milliarden, sind schon weg. Ich frage mich zwar, wofür. Und er sagt, er möchte auch das NATO-Ziel, 2% vom Bruttosozialprodukt, nee, vom Gesamterwirtschafteten in der Bundesrepublik, möchte er tatsächlich zur Verfügung stellen. Das bedeutet natürlich, dass wir diesen Krieg indirekt immer merken werden. Es werden natürlich Sozialleistungen zurückgefahren. Und diese Lieferengpässe, die es jetzt überall zu merken gibt, die werden zunehmen. Und es ist nirgends ein Politiker gekommen, auch keine neue Partei mit Sarah Wagenknecht, die mal gefordert hätte, wir brauchen eine gleitende Lohnskala. Wenn sich die Inflation erhöht, dann müssen auch die Löhne steigen. Wenn die Preise nach oben gehen, dann müssen auch die Sozialleistungen steigen und die Renten und das BAföG und das Wohngeld. Sowas hat sie nicht gefordert. Das finde ich eigentlich sehr schade, denn es sieht so aus, als hätten wir jetzt mit dieser neuen Partei, Sarah Wagenknecht und Anhänger, zwei linke Parteien in der Bundesrepublik, die beide nur eine Variante der alten Sozialdemokratie sind. Unsere Sozialdemokraten kann man dann einen Topf schmeißen mit der CDU, da ist ja kaum noch ein Unterschied. Jedenfalls ist die Bundesrepublik Deutschland mit dieser Regierung ist nicht die dümmste Regierung. Oh nein, es ist eine Regierung, die sich sehr gut eignet dafür, Kriege mitzumachen und sich tatsächlich kriegstreiberisch verhält, sowohl in der Europäischen Union als auch weltweit. Die von der Leyen musste nämlich, die kommt ja aus Deutschland, die wisst es schon aus der Gegend von Hannover, die von der Leyen musste ja im Europäischen Parlament eine Rüge einstecken von den sozialistischen Abgeordneten aus Spanien. Sie hat nämlich behauptet gegenüber Israel, wir haben die Staatsräson im Grundgesetz oder in der Regierungserklärung und wir sind auch in der EU unverbrüchlich an der Seite Israels.
Und da haben andere EU-Abgeordnete durchaus gesagt, das kann ja bei Ihnen so sein, aber insgesamt in der EU wollen wir das nicht so haben. Also musste von der Leyen zurückrudern und die EU hat eine Erklärung verabschiedet, dass sie sehr wohl möchte, dass es zu Frieden kommt. Also letztendlich kann sich Deutschland nicht immer durchsetzen. Diese einseitige, unreflektierte Solidarität mit der israelischen Regierung ist nicht gerechtfertigt, denn der Vergeltungsschlag ist unverhältnismäßig. Und in Israel selber haben wir genügend Einwohner, die auch Frieden schließen wollen. Die wollen nämlich in Frieden leben. Wenn sie in einen dauerhaften Krieg jetzt geführt werden, dann wird es auch mit dem Leben der Menschen, die dort sind, nicht gut aussehen. Nochmal kurz zu den Angeboten, den die israelische Regierung den Palästinensern macht. Sie sollten doch nach Süden gehen im Gaza. Es würde eine Straße nach Süden geben, dort könnten sie hinlaufen. Diese Straße wird bereits auch beschossen. Diese Straße ist bereits nicht überall passierbar. Und im Süden selber steht auch die israelische Armee. Es bedeutet, die Menschen im Gazastreifen haben eben keinen sicheren Ort. Und es werden ihnen die Krankenhäuser und die Häuser vor den Ohren weggebombt. Das muss man sich mal vorstellen. Das bedeutet ja nicht, wie bei uns im Zweiten Weltkrieg, dass es Überlebende gab, die mit einem Bein zurückkommen. Das bedeutet, dass die Menschen dort tatsächlich ausgelöscht werden. Und in den internationalen Medien spricht man von einem Cleansing, Ethnical Cleansing, also eine ethnische Säuberung. Man spricht von Genozid. In Deutschland darf man aber nicht alles sagen. Vor einer Woche war ich in Cuxhaven. Da wurden den Rednern das Wort verboten, wenn sie Völkermord gesagt haben. Sie durften auch nicht Dritter Weltkrieg sagen und sie durften auch nicht sagen, dass Kinder in diesem Krieg sterben. Da frage ich mich, wie weit wird die Einschränkung der Meinungsfreiheit noch gehen? Auch das ist ein Grund, gegen die Militarisierung der Gesellschaft zu sein. Wir wollen nicht, dass die Wehrpflicht wieder auflebt. Wir wollen nicht, dass die ganz normalen Menschen von 18 bis 32 Jahren eingezogen werden können. Ich vermute, dass nachher auch an die Frauen im Zuge der Emanzipation herangetragen wird. Ihr müsst zwar nur Freiwilligdienst an der Waffe tun, aber diesmal solltet ihr doch vielleicht auch, oder? Ich kann mir das gut vorstellen, dass die Frauenbenachteiligung, die im Militär nicht aufgehoben ist, dass sie dazu führen wird, dass man auch versucht, Frauen verstärkt für Kriegseinsätze zu gewinnen. Ich kann nur jedem Einzelnen sagen, geht da nicht hin. Die Bundeswehr steht kurz davor, eingesetzt zu werden, denn Pistorius meint allen Ernstes...